Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem Video mit dieser kleinen Kuhherde, die uns hier gerade bei unserer Lunchbreak unterbrochen hat. Wir wollten gerade einfach nur ganz entspannt eine kleine Mittagspause machen, was futtern. Und auf einmal kommen hier diese ganze Herde, die mussten alle Lebensmittel erstmal ins Auto tun. Und auf einmal standen die hier mit 8 Kühen oder sowas. Jetzt haben wir vor, da hinten zu diesem Gletscher zu gehen. Wir waren ja gestern schon bei einem Gletscher, bei dem Brixtalsbreen aus dem letzten Video, über den wir ja auch im letzten Video eher ein bisschen negativ gesprochen haben. Und als wir dort auf dem Parkplatz waren beim Brixtalsbreen, haben uns ein nettes Pärchen angesprochen, ob wir die beiden wären, die die YouTube-Videos machen. Lustige Situation, total cool. Auf jeden Fall haben die uns noch einen anderen Gletscher empfohlen, welcher gar nicht so weit weg ist. Den schauen wir uns jetzt mal an. Hier scheint auf jeden Fall schon mal deutlich weniger los zu sein. Und der liegt für uns sowieso auf dem Weg. Also, auf geht's. Gib mir noch mal einen Chip. Gib mir mal einen Chip. Nice. 1,42. Wir müssen tanken. Gleich jetzt weiter. Weil wir tanken nicht, wenn unser Tank leer ist, sondern dann, wenn der Sprit... Links abbiegen und danach bitte wenden. Nee. Weil wir tanken immer dann, wenn der Sprit günstig ist und nicht dann, wenn der Tank leer ist. Weil wir eh den ganzen Tag unterwegs sind. Und dann... Und 1,42 für Benzin hier in Norwegen. Schon gut. Deswegen erstmal tanken. Gleich jetzt weiter. So. Auto ist frisch gezapft. Jedenfalls steht das da immer so. Bitte zapfen Sie jetzt. Ach, finde ich jedes Mal schön. Wo wollte ich drüber reden? Ach ja, den Bojasbreen, wo wir eben waren. Oder Bojabreen. Der Gletscher. Eine wirkliche Wanderung war das nicht. Das war eher ein 3-Minuten-Spaziergang. Also sogar noch kürzer. Die sollen mir nicht immer dazwischen reden. Allerdings war dort deutlich weniger los. Ne? Da gab es zwar auch einen Parkplatz. Und da waren auch einige Leute, aber das sind halt 20 Autos und kein Kreuzfahrtschiff. Das ist schon ein ganz anderes Verhältnis gewesen. Und wenn man keinen Bock auf Wandern hat, ist es da halt entspannt, weil nach 5 Minuten bist du da. Der Gletscher war jetzt für mich nicht weniger spektakulär. Leider ist so ein Gletscher aber doch ganz schön groß, dass es gar nicht so leicht war, mit der Drohne Aufnahmen zu machen. Ich bin auf volle Höhe geflogen, auf 500 Meter, und ich war immer noch nicht über dem Gletscher oder über dem Eis. Das ist schon ein bisschen tricky. Nichtsdestotrotz haben wir ja die kurze Pause gemacht. Jetzt geht es für uns weiter Richtung Süden. Schlagloch. Weil wir haben morgen Wasserfall auf der Agenda. Wir wissen noch nicht welchen. Genau, entweder wir wollen zu Föhringsfossen oder zum Tal der 4 Wasserfälle, heißt das, glaube ich. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Welchen dieser Wasserfälle wir da morgen machen, wissen wir natürlich wieder noch nicht. Jetzt gerade scheint aber schön die Sonne. Wir müssen jetzt gleich auf eine Fähre und dann suchen wir uns irgendwo ein schönes Plätzchen. Heute wollen wir nämlich mal wieder frei stehen, weil tanken war gerade teuer genug. Alles klar. Überall Schafe. Schön. Leute, wir haben unseren Platz für heute Nacht gefunden. Wir stehen das erste Mal überhaupt auf einem Berg. Letztes Mal haben wir das gar nicht gemacht. Schon ein bisschen frischer hier oben. Wir haben hier eine richtig, richtig geile Aussicht ins Tal. Ja, die Sonne ist noch schön am Scheinen gerade.
Da oben ist auch ein kleiner Rastplatz, da sind ein paar Bänke, da machen wir uns gleich was zu essen. Und ich glaube, dann geht es heute schnell ins Zelt, weil ich glaube, es könnte frisch werden hier oben. Und ich zeige euch jetzt noch ein paar Aufnahmen, wie es hier bei uns aussieht. Viel Spaß damit. Film das gerade. Oh nein. Wie süß ist das denn? Mario, komm mal schnell. Ja, diese schöne, süße Schafsfamilie hat uns heute Morgen aus dem Schlaf geklingelt. Unser natürlicher Wecker. Jetzt gerade sind wir hier auf einer Raststätte. Wo wir eben schon in Ruhe gefrühstückt haben und hier in so einem Klohäuschen wieder frisch gemacht haben, das auch funktioniert. Hinter uns ist hier noch so ein schöner See. Lustigerweise waren wir letztes Jahr schon mal auf dieser Raststätte, das ist aber mehr oder weniger einfach nur Zufall gewesen. Also wir waren in der Nähe und haben geguckt, was hier ist und deswegen sind wir hier. Die Sonne scheint, es ist in der Sonne auch richtig, richtig bullenwarm, muss ich sagen. Wir haben die Lufttemperatur 18 Grad, hier im Schatten ist recht frisch, kaum gehst du in die Sonne. Also die Sonne hat schon Power auf jeden Fall. Jetzt gerade werden hier noch ein paar Bildchen bearbeitet und Material mal ausgewertet, weil wir da irgendwie momentan überhaupt gar nicht zukommen. Und dann schauen wir gleich mal, zu welchen Wasserfällen es weitergeht, planen unsere Ruhe ein bisschen und dann geht's weiter. So, nach einigen unterirdischen Kreisverkehrssystemen haben wir uns jetzt für den Föhringsfossen entschieden. Das ist ein bisschen verwirrend hier. Wir stehen jetzt schon auf mittlerer Höhe der Wanderung scheinbar auf dem Parkplatz. Es geht auch noch weiter hoch mit der Straße. Man kann wahrscheinlich auch direkt am Ziel irgendwie parken. Deswegen sind wir jetzt ein bisschen verwirrt. Wir wandern nämlich jetzt als erstes erstmal wieder runter, weil da unten ist so eine kleine Hängebrücke, auf die wir gerne wollen. Und ja, mal sehen, wie das Ganze hier wird. Ein bisschen anders als sonst. Okay, Freunde, wir haben gerade gemerkt, das macht doch keinen Sinn, was wir hier gerade tun, weil wir kommen von hier gar nicht dahin. Das ist scheinbar nur eine Aussichtsplattform und kein Zwischenstopp. Das heißt, jetzt fahren wir wieder runter und gucken, ob wir von da irgendwie einen Weg dahin finden. So, jetzt haben wir, glaube ich, endlich den richtigen Parkplatz gefunden. So sieht der Parkplatz für die Wanderung aus. Hier rechts und links einfach Fahrstreifen. Oder Parkstreifen ist ja dann. Zwischen dem Marble-Tunneln und dem danach, falls ihr auch diese Wanderung vorhabt. Wir marschieren jetzt mal los auf dem richtigen Weg. Leute, das ist der Föhringsfossen!
werfen. Leute, das war der Föhringpfosten. Jetzt gerade stehen wir noch mal am Top oder oberhalb des Föhringpfosten hier hinter mir. Und Mario. Oh, crazy! Shit, geht das hier steil runter. Verrückt. Als Belohnung sind wir jetzt noch mal zum Abschluss hochgefahren. Schauen uns das an. Und wir müssen noch einmal kurzes Feedback zu dieser Wanderung geben. Darfst du gerne einmal anfangen? Die hat super, super viel Spaß gemacht. Man ist so ein bisschen geklettert. Das war nicht so eine Wanderung, wie man von dem Rücksatzbrehen kannte. Die war halt nicht gepflastert, sondern musste es einfach so ein bisschen klettern und hatte so coole Wanderwege auf jeden Fall. Ja, es hat richtig Spaß gemacht. Erst hatten wir ein bisschen Schiss, weil da stand Schwierigkeitsgrad herausfordernd und haben wir noch nie gemacht. Aber das war so die erste Wanderung, wo wirklich auch das Wandern mal Spaß gemacht hat. Ja. Und es war. Sorry, da war gerade auf einmal ein riesengroßer Wurm auf meinem Arm. Das ist eine Raupe. Eine Raupe auf meinem Arm, wo ich gerade stehen geblieben bin. Das war wirklich so die erste Wanderung, wo wirklich das Wandern an sich auch schon Spaß gemacht hat. Eine Stunde dauert das. Ist aber super kurzweilig, weil es einfach richtig Spaß gemacht hat. Ja. Und dann halt unten mit diesem Mega-Wasserfall, der dann noch diesen Regenbogen geworfen hat und sonst was, belohnt zu werden, war super cool. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht und es auf jeden Fall zu schaffen. Also, wir haben es auch hingekriegt. Jetzt heißt es für uns, es ist nämlich schon wieder 8:30, einen Campingplatz suchen, damit wir morgen mal waschen können. Ich bedanke mich, dass ihr bei diesem Video wieder zugeschaut habt, bei diesem sehr tierischen Video. Und sage bis zum nächsten Video. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst eure Kommentare da. Hallo, bra. Tschö.